Am Landgericht Oldenburg fiel am Montag das Urteil gegen zwei 17-Jährige, die im Mai eine damals 14-Jährige brutal zusammenschlugen und ihr Handy stahlen. Die Tat wurde von Bekannten der Angeklagten gefilmt und ins Netz gestellt. Der Film sorgte bundesweit für Entsetzen. Die Angeklagten sind zu Jugendstrafen verurteilt worden von jeweils 3 Jahren. Das entspricht weitgehend meinem Antrag. Ich habe beantragt, sie zu Jugendstrafen von 3 Jahren und 3 Monaten zu verurteilen. Der Staatsanwaltschaft Oldenburg war es besonders wichtig, dass diese Angeklagten zu hohen Jugendstrafen verurteilt werden. Das 14-jährige Mädchen erlitt damals eine Gehirnerschütterung, Prellungen und ein Bauchtrauma und war 2 Tage im Krankenhaus. Der Vorsitzende hat in seiner Urteilsbegründung ausgeführt, dass von dem Urteil auch eine klare Signalwirkung ausgehen müsse. Wer als Jugendlicher eine solch doch schwere Körperverletzung begeht, muss mit einer empfindlichen Strafe rechnen. Es hing im Endeffekt nur vom Zufall ab, dass bei dem Opfer nicht schwere Tatfolgen entstanden sind. Die Tat als solche war durchaus mit erheblichen Folgen auch für das Opfer verbunden. Auch die weiteren Beteiligten könnten noch mit einer Bestrafung rechnen. Die Tat ist aus der Gruppe von Jugendlichen heraus gefilmt worden. Diese Filme waren Beweismittel in dem Prozess. Diese Filmerei war natürlich auch bei der Beweiswürdigung zu berücksichtigen. Das habe ich in meinem Antrag so dargelegt, denn es ist eine nochmalige Verletzung des Opfers, wenn es miterleben muss, dass die Tat zu seinem Nachteil in sozialen Netzwerken verbreitet wird. Auch gegen diese jungen Menschen wird ermittelt und es ist davon auszugehen, dass noch weitere Verfahren folgen könnten.